Zinsdrama, meine Damen und Herren, in den letzten paar Wochen, insbesondere seit den Wahlen in den USA, haben die Zinsen dramatisch angezogen. Ist das ein Zinsdrama? Nun schauen wir uns einmal die Grafik an. Wir sehen hier die Rendite 10-jährige Staatsanleihen, also die langfristigen Zinsen in der Schweiz, in Deutschland, in den USA. Und das, was wir im Moment diskutieren oder feststellen, das ist das hier, dieser Anstieg. Aber Sie sehen, das hat eigentlich nicht nur mit den Wahlen in den USA zu tun, sondern eigentlich sind die Zinsen seit Sommer mehr oder weniger systematisch angestiegen. Nun, wir können sagen, das ist eigentlich eine Normalisierung, denn das, was wir hier zeigen, nämlich negative Zinsen im 10-jährigen Bereich für Deutschland und für die Schweiz, das ist eine nicht normale Situation. Das heißt, wir haben vielleicht einfach jetzt eine Normalisierung gesehen. Nun, das mag sein. Schauen wir uns die Geschichte etwas längerfristig an. Ich zeige Ihnen die gleichen Zinsen, Rendite 10-jährige Staatsanleihen von 2010 bis ans aktuelle Ende. Hier wiederum die Situation, nicht wahr, die wir gerade diskutieren. Zinssteigerung in der Art und Weise haben wir hier schon mal gesehen, Oktober 2013. Wir haben sie hier schon einmal gesehen im 2010. Die heutige Situation ist insofern ein bisschen eine andere, als wir das Gefühl haben, dass die Leute langsam beginnen, von Inflation zu reden. Wir haben als Ökonomen und auch bei Fintool schon lange das Inflationsthema aufgegriffen, aber jetzt scheint da tatsächlich eine gewisse Furcht da zu sein. Ein Indikator dafür ist, dass das hier, Furcht vor Inflation, die Schlagzeile einer Zeitung war von Mitte November. Also offensichtlich entstehen langsam Inflationserwartungen. Und die Ökonomen haben dafür eine Theorie, das ist die sogenannte Fischer-Gleichung, die besagt, dass der Nominalzins abhängig ist von den Inflationserwartungen. Und zwar sieht die Gleichung so aus, der Nominalzins ist gleich Realzins, irgendeine Form von Realzins, die heute wahrscheinlich tiefer ist als früher, plus Inflationserwartung. Wenn die Inflationserwartung ansteigt, dann steigen die Nominalzinsen. Inflationserwartungen sind im Entstehen begriffen. Nun, viele Ökonomen sagen, nun ja gut, aber das geht jetzt nicht so schnell. Ich meine, das dauert eine Weile. Ich muss Ihnen sagen, dass nicht wenige dieser Ökonomen natürlich selber noch nie Inflation gesehen, geschweige denn erfahren haben und entsprechend die letzten Zinssteigerungen auch nicht wirklich erlebt haben. Es heißt dann etwa so, das geht nicht so rasch. Nun, ich möchte hier warnen, ich zeige Ihnen die Grafik der Zinsen zwischen 1989 und 1992 in Deutschland und der Schweiz. Und notabene auf anderem Niveau, aber immerhin, die Zinsen in der Schweiz sind von Juli 89 oder von Januar 89 bis Mitte 1990 von 4% auf 7% angestiegen. 300 Basispunkte von 4 auf 7. Ist das ein Katastrophenszenario? Überhaupt nicht. Ich sage einfach, das haben wir auch schon mal gesehen und das ist nicht historisch, meine Damen und Herren. Und deswegen unser Watch-out. Passen Sie auf. Wir sind überzeugt, dass Teuerungsraten weiter ansteigen werden, denn das monetäre Kleid, das die Zentralbanken geschustert haben in den letzten Jahren, ist viel zu groß für die Wirtschaftsaktivität, die wir haben. Rohstoffpreise sind mit Ausnahme vielleicht der Erdölpreise im Moment immer noch am Boden. Die Wirtschaft läuft an sich zufriedenstellend und wenn Inflationserwartungen steigen, dann steigen die Langfristzinsen. Und meine Damen und Herren, glauben Sie mir, das kann alles viel schneller gehen, als wir befürchten. Sie müssen dabei bleiben, wir halten Sie in dem Thema auf dem Laufenden.